Entschuldigung. Ich war vor 2 Tagen hier, da ist mir dieses Ding gewachsen. Direkt nachdem ich hier unter so einer Sonnenbank war. Gucken Sie mal. Hier bei uns. Sieht man das? Sehen Sie, was ich meine? Ja, ja, schon. Fällt das auf oder sieht man das nicht richtig? Man sieht es sehr, also doch schon. Also. Ja, ne? Was machen denn die anderen Kunden, wenn denen da so eine Dinger in der Fresse wachsen? Also ich habe sowas bislang eigentlich noch nicht gesehen. Also. Das sagen Sie jetzt so, ne? Das haben Sie hier. Ja, hier. Ich habe mich heute schon rasiert. Ja, was machen wir denn da? Können Sie das irgendwie hier rausoperieren oder haben Sie irgendwas zum Rausoperieren? Nee, also ich... Na toll, bin ich der... Ich kann höchstens mal einen Chef anrufen. Ja, ja, ich sehe den Rest meines Lebens aus wie Peter Maffay und Sie wollen hier Ihren Chef anrufen. Ich komme mit der Polizei zurück. Ja, komm doch mal gerade rein. Hallo? Nee, alles klar, es ist nur wegen meiner... Na? Ich bin, glaube ich, 7 oder sowas. Wir sind, glaube ich, in der 7. Nee, hier? So. Hier. Darf nicht mit rein, die Dame? Ach, ich kann gerne vorne warten. Weil, gucken Sie, wie schlank die ist. Und da dachte ich, wäre jetzt eigentlich genug Platz. Kann ja sein, dass man so ein bisschen. Ich dachte jetzt ehrlich gesagt an das Geld, was man dann spart. Ja, ich weiß, aber der Chef hat was dagegen. Also, ach so. Der Chef hat was dagegen. Ja. Seit wann das denn? Das ist jetzt normalerweise nicht darf man aber Sandfond mit Vorgabe, das kann man auch. Komm. Aber ehrlich gesagt, ist das nicht das erste Mal, dass ich das hier mache. Also, hier? Ja. Du? Ja, komm, wir wollen der jungen Dame keine Unannehmlichkeiten bereiten, dann gehen wir einfach kurz nach Hause. Gehen wir einfach. Sie können schon gehen, aber sie macht nichts zusammen. Das wäre jetzt auch ein bisschen unangenehm. Also die Kohle behalte ich aber, ne? Das ist klar. Scheiße. Was? Was ist denn jetzt? Jetzt habe ich irgendwie Scheiße gebracht. Ja, die Nummer ist wie geplatzt. Wie so ein Film, ey. Ja, jetzt ist halt meine Nummer ist halt geplatzt, meine Feierabendnummer. Jetzt will die Olle die Kohle behalten, weil das hier nicht geklappt hat. Ja, das wusste ich jetzt nicht. Das müssen Sie aber vorher Bescheid sagen. Das müssen Sie vorher machen, ja. Ja? Müssen Scheiße. Sie vorher Bescheid sagen, ja, dass Sie das jetzt machen. Ich leih mir eine DVD oder so. Ist egal, Mädels. Komm mir vor, wie ein Film, ich. Das kann doch nicht sein. Ach so, ja, okay, dann machen wir. Ja, zu Hause ist meine Frau. Hier ist halt, ich habe zu Hause ist halt meine Frau, ne? Thank you.